So, Freunde, und wieder rein ins Geschehen. Wir sind hier im Dschungel von Moritzplatz. Ich habe mitbekommen, dass es eine Schießerei gegeben hat in Neukölln am Schiller. Das hier die Einleitung, bevor wir jetzt mit dem Video beginnen. Daumen nach oben, abonniert, aktiviert, kommentiert. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und einfach so vom Fahrradweg gelaufen. Ja? Er hat nicht geklebt, der war noch cool. Hat sich das erspart. Ja, auf jeden Fall eine Schießerei. Ich fahre heute zum Schiller. Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Großstadtdschungel. Ha, was ist denn schon wieder hier los? Alles Full House hier. Ja, ich bin gerade von der Tanke. Schon mit ein bisschen was für meine Energiereserven. Ja, vielleicht eine kleine Capri-Sonne und ein bisschen Zucker. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns schon Richtung Boddingstraße. Schiller? Schiller Promenade ist doch Boddingstraße, oder? Da in der Boddingstraße in der Nähe. Ja, ja. Dahinter. Polmierbad da Richtung. Ja, ja. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Genau. Nochmal ganz kurze Information. Es wurde geschossen. Jemand wurde ans Bein getroffen. Auto wurde verbrannt, um Spuren zu verwischen. Was auch immer da geschehen ist. Wir fahren da jetzt einfach mal hin. Machen uns erstmal einen Überblick. Verschaffen wir uns selber einen Überblick. Ich bin euer rasender Reporter. Und vielleicht treffen wir da jemanden noch, mit dem wir quatschen können. Und ja, ich quatsch einfach nicht mehr drumherum. Let's go! Folgt mir auf die Reise. Auf geht's zum Schiller. Überleg grad, wie komme ich da hin? Ich muss hier. Ah doch, gut. Ich bin hier richtig. Ist gut schon. Ja, ich bin hier bei der U8 gleich. Bin hier 500 Meter entfernt. Und dann steige ich in die U8 und fahre Richtung Boddingstraße. War das denn so? Ja, war. Weiß gar nicht mehr. Wir schauen mal. Also, wir sehen uns gleich an der Schillerpromenade. Naja, ich konnte jetzt kein brennendes Auto finden. Aber hier kommt mir das so vor, als würden hier nur Hipsters leben. Alles voller Hipster, Alter. Ja? Vor allem hier. Also ich sehe gar nichts. Hier sind auch ganz viele Hipster. Wie geht's, Bruder? Alles okay? Bruder, wo hat's hier gebrannt? Hier soll ein Auto gebrannt haben. Schießerei, keine Ahnung. Schießerei war gestern Abend. Gestern Abend hier? Ja, ja. Ach, es geht, ja. Das ist krank. Den Wagen haben sie abgefackelt, haben sie woanders gefunden. Aber Schießerei... Warte mal, jetzt war Achso, der Wagen war gar nicht mehr hier. Der hat sich in einem Lokal übergezogen. Ich glaube, einer von den Läden hier hat er sich rübergezogen. Da waren die Ermittlungen. Ah ja, okay, guck mal gleich darüber. Du müsstest mal gucken. Dankeschön, Bruder. Danke, alles gut, ja. Wohnst du selber hier? Ja, unten. Kann man schon. Okay. Du bist ein Playboy. Wie geht's, Bruder? Wie geht's? Alles okay? Bin ich gleich dabei? Natürlich, natürlich. Wenn du willst. Wenn du nicht willst, natürlich. Natürlich, ja. Natürlich, natürlich. Bruder, ich bin extra gekommen, weil hier war gestern wieder Highlife. Schüsserei. Ja. Was hast du gesehen? Nein, Bruder, ich hab nur gehört. Okay. Also hier an der Ecke oder wo? Ja, Bruder. Ich guck mal, wo ist das Auto, wo verbrannt war? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Bestimmt sind da irgendwo. Ah, das wird krass, Danke. Bruder. Geht krass. Mach's gut, pass auf dich auf. Wann ist wieder online? Ich heute, alles heute. Mach's gut, ciao, ciao. Pass auf dich auf. Die Ermittlungen sollen wohl hier gewesen sein. Aber ich sehe hier gar nichts. Ja, außer ein paar Frauen, die sich jetzt ein paar Wäsche angucken. Hier wird auch sehr viel ausgestellt, seitdem die Hippies hier leben. Finde ich auch eine positive Sache von ihnen aus, stellen die auch Sachen einfach mal raus, die sie nicht mehr brauchen, schmeißen sie nicht weg, sondern die stellen das so nach außen, damit sich das Leute, die weniger Geld haben, nehmen können. Ne? Also zum Teil auch coole Markenklamotten mit bei, nicht nur Retro 80er Jahre oder so. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das ist hier Schillerkiez. Und wir gucken mal ein bisschen drumherum, was hier sonst so passiert. Das brennende Auto konnte ich jetzt nicht finden. Das war jetzt schwierig, etwas schwierig. Ich glaube, das haben die schon abtransportiert. Aber Schießerei, jemand wurde in den Knie geschossen, was auch immer. Interessiert uns auch nicht, aber es geschieht halt. Ne? Es geschieht. Also Berlin ist ein wilder Westen. Ja, wir sind hier im wilden Westen, so langsam. Und war mir natürlich ganz wichtig, mal wieder herzukommen, um mir das anzugucken. Euch natürlich auf den Laufenden zu halten. Ich bin euer fliegender Reporter. So, mittlerweile bin ich auch wieder zurück am Platz wie vorhin. Bin jetzt hier wieder am Moritzplatz. Wollte noch ein neues YouTube-Video drehen mit den Spritzen im Gleisbett. War aber nichts los. Da bin ich wieder abgehauen. Ja, am Anfang, als ich jetzt hier am Anfang vorbeigefahren bin, musste ich ja zum Schiller. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es jetzt auch gesehen. Alter, ich habe das Ding einfach weggetreten aus Versehen. Naja. Und ja, danke, das war's. Ihr habt es gesehen. Ich habe noch einen Kollegen getroffen da
aus dem Nichts, Zufall. War auch sehr freundlich. Ob ich ein Playboy bin, würde ich bezweifeln. Ja, weil ich habe heute ein Kind, eine Frau. Und was soll ich sagen, Freunde? Seid nicht so wie die Bio-Almans ohne Kids. Alter, macht was aus euch. Haut rein. Danke. Jetzt bin ich wirklich raus. Bis zum nächsten Video. Daumen nach oben. Grüße aus Kreuzberg. Hier ist schon wieder Highlight mit den Koffern. Und hier. Das ist es. Die Touris, Alter. Ja? Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Naja, Moment. Das Video ist noch nicht vorbei. Irgendwelche Schuhe hier. Das hat mich hier so interessiert mit den Graffiti. Dann dachte ich mir, geh mal rein. Was ist das hier? Wie so eine kleine Bar oder was? Auch interessant. Hipsters. Dieses Graffiti hat mich angesprochen gerade. Aus dem Nix. Sah so interessant aus, deswegen kam ich hierher. So eine Art Hinterhof. Auch interessant. Aufbauhaus. Hier kann man sich bei hinsetzen. Ja. Cool. Gefällt mir. Auf einer Mülltonne. Das ist auch eine schöne Gegend. Ich bin jetzt hier am Hermannplatz gelandet. Was mich richtig abfuckt, ist diese Baustelle hier, Freunde. Schaut euch das mal an. Ja. Guck mal bitte, wie die Treppen aussehen. Die sehen aus wie so eine archäologische Ausgrabung. Und guck mal bitte, wie das aussieht. Natürlich darf das Regenbogending da auch nicht fehlen, ne? Hier das Herzchen. Ihr seht es gerade. Was haben die hier getan am Hermannplatz? Erstmal ehrlich. Die Treppen, Alter, die waren doch voll im Takt. Schau mal bitte, wie die Baustelle drumherum aussieht. Ja, komisch. Sehr, sehr komische Welt hier. Auf jeden Fall. Die Treppen werden jetzt hier aufgezogen mit den Dingern, sehe ich gerade. Und das ist ja nicht mehr normal. Guck mal bitte. Ich bin jetzt hier einfach irgendwie gelandet. Ja. In den nächsten drei Videos seht ihr wieder U-Bahnhof-Videos, wo ich auf der Suche bin nach den Spritzen. Weil das ist schon krass hier. Das wird ja fast schon auf jeder zweiten, wie sagen, U-Bahnhof. Auf jedem zweiten. Und man kann schon wirklich sagen, jeder zweite U-Bahnhof sieht schon so aus. Ja. Und ich bin geschockt. Aber es ist noch relativ gut besucht hier. Es ist sehr, sehr voll. Sehr, sehr viele Leute gehen hoch und runter. Merke ich gerade. Ja. Ihr seht es ja hier. Auch eine Menge los. Gehen wir ganz kurz hoch. Und dann würde ich die Reise hier beenden. Jetzt sind wir schon zwischen der Köln übrigens. U-Bahnhof hat auf jeden Fall auch mal ein bisschen was gesehen gehabt. Auch ein bisschen mitgemacht. Der ist auch nicht so der neueste. Vor allem nicht Hermannplatz. Ich würde sagen, ich gehe kurz zu McDonalds rüber, hol mir mal einen kleinen Eis oder einen Milchshake und dann würde ich sagen, was ist auch schon für hier. Wirklich, diesmal wirklich. Ja, danke euch fürs Zugucken. Berlin-Hermannplatz, wir hören in Neukölln auf. Six All in the Mix, jetzt aber wirklich Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren und wir hören uns zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin. Kreuzberg, wohin? Jetzt Neukölln. Tschüss.